Viele Autohäuser, die stecken in so einem richtig tiefen Loch und die wundern sich, dass die Mitarbeiter oder die Personen, die jetzt ein Fahrzeug kaufen oder alle, die daran beteiligt sind, mehr oder weniger, sich nicht mehr zeigen lassen. Und was macht man in diesen Situationen, in diesen Zeiten? Und vor allem, was kann man da als Verbesserung überhaupt betrachten? Weil die Fragen, die du aktuell dir persönlich noch nicht stellen kannst, die sind ein Zeichen dafür, dass du noch nicht so weit bist. Weil in dem Zusammenhang musst du dir gefallen lassen, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du was machen musst, aber es nicht machst, es nicht selbst in die Hände greifst und nimmst und diese Initiative ergreifst in diesem Zusammenhang, dann sei dir gesagt, es ist nicht zu spät, aber du hast es selbst zu verantworten, wann du den nächsten Schritt gehst. Ohne dem, dass du da dich darauf konzentrierst, was die letzten 5 oder 10 Jahre funktioniert hat, heißt nicht, dass es die nächsten Jahre auch noch so weitergehen wird. Weil du siehst es mittlerweile, dass Hersteller ins Straucheln kommen oder Zulieferer oder dergleichen oder dass Autohäuser aufgekauft werden. Sprich, dass die Standorte entweder übernommen werden oder geschlossen. Und wenn du dem Ganzen auf den Punkt gehen möchtest und vorbereitet sein, dann musst du wirklich für dich erstmal runterbrechen, was ist der Ist-Zustand jetzt aktuell und wo möchtest du irgendwann mal landen. Weil wenn du es nicht machst, wenn du diese Vogelperspektive nicht einnimmst, um dir zu sagen, wo stehe ich denn, was kann ich und welche Personen brauche ich dafür, dann ist das für dich nicht realistisch und realisierbar, weil diese Umsetzung, die wird nicht stattfinden. Weil du dir ganz klar sagst, das braucht man alles nicht und das kann man irgendwie vermeiden und ad acta legen und es wird nie etwas verbessert. Und die ganzen Hersteller draußen, mit denen du zusammenarbeitest oder Zulieferern oder Lieferanten oder wie du es auch immer betiteln möchtest, die sind so zu verstehen, die sind in einer Veränderung. Und die so, dass sie von heute auf morgen so knallhart sein kann, dass du den Gürtel nur noch enger schnallen musst, deine Rechnung teilweise nicht mehr bezahlen kannst oder herausfindest, dass die Marge, was für dich letztlich überbleibt, nicht mehr ausreicht. Und erst dann kommst du ins Handeln, gehst du die nächsten Schritte, aber dann ist es meistens schon zu spät, weil es gibt Personen da draußen, die haben das alles schon verankert und auf ihre Habenseite gebracht und die sagen sich ganz klar, wieso machst du das noch nicht? Und wenn das bei dir nicht angekommen ist von der Botschaft her, dann sei dir wirklich bewusst, früher oder später wirst du darüber belehrt, dass andere Kandidaten dir im Voraus sind. Und die sind so zu verstehen, dass sie sich ganz klar dir persönlich den Rücken zeigen, weil du nicht verstanden hast, dass jetzt höchste Achterbahn ist, die du von der zeitlichen Folge her so realisieren und betrachten musst, dass es irgendwann mal zu spät ist. Weil du kannst immer alles von heute auf morgen verändern, aber wenn der Zeitpunkt nicht mehr ausreichend war und ist und du zu spät dran bist, dann weißt du ganz genau, dann bringt dir das auch nichts, dass du aus dem Winterschlaf rausgekommen bist, weil die Zeiten, die sind so zu verstehen, die kommen teilweise nicht wieder. Und wenn du jetzt das als wichtig und richtig erachtest, dann solltest du möglichst schnell aus dem Quark kommen, um dir wirklich zu sagen, wieso mache ich das jetzt nicht direkt? Wieso setze ich da nicht an, um dafür eine Vorkehrung zu treffen, die das Ganze möglich macht? Egal bei welchen Herausforderungen du jetzt augenblicklich angesiedelt bist, musst dir einfach nur die Frage stellen, wieso bist du da erstmal hingekommen und wieso hast du es zugelassen? Weil dieser Ist-Zustand bei dir, der ist darauf zurückzuführen, dass du derjenige bist, der das Zepter in der Hand hat und dafür verantwortlich ist, im Grunde genommen, dass das überhaupt zum Ausdruck gekommen ist. Und wenn du von der ganzen Thematik her, von der Standfestigkeit her, dir dessen gar nicht bewusst bist, dann musst du jetzt mal wirklich zum Zuge kommen und dir zu sagen, ich habe das alles nicht verstanden, weil ich in einem Tunnel stand und diesen Tunnelblick adaptiert habe und der hat dich dahin gebracht, dass du da überhaupt gar keine offenen Sehnerven mehr für hast. Dieses ist nämlich so zu verstehen. Dieses Verständnis muss nicht nur bei dir gegeben sein, sondern muss so weit sein, dass du da auch Handlungsschritte folgen lässt, Taten. Und erst dann wirst du verstehen, dass die notwendig dafür sind, um da rauszukommen, um das Ganze zu verfeinern und so anzusetzen, dass du letztendlich weißt, da kann man noch mehr rausholen. In der heutigen Zeit ist es so zu verstehen, du musst mit Personen zusammenarbeiten, die dich darauf vorbereiten und die dir immer im Voraus sagen, was jetzt passieren muss. Und wenn das nicht bei dir stattfindet, dann weißt du ganz genau, du bist da nicht darauf vorbereitet und du kommst ins Straucheln. Du weißt letztendlich nicht die Antworten darauf und dementsprechend kommen unvorhersehbare Szenarien auf dich zu, die so sind, dass du dich einfach vor denen wegdrückst und wegkatapultierst, um dir zu sagen, ich gehe dir mal aus dem Weg und sie kommen eine Woche oder einen Monat später wieder und sie werden nur noch schlimmer, weil all das, was du vor dir wegdrückst, wegbringst, das ist so zu verstehen, diese Ursachen und diese Wirkungsgrade, die da stattfinden im Hintergrund, die werden nur noch erbärmlicher und schlimmer. Und teilweise ist es so zu verstehen, du wirst nicht mehr der Herr dieser Dinge, dieser Veränderung und du kannst die nicht mehr aufhalten.
Und die Realität hole ich wieder ein und sage dir ganz genau: Oh, hättest du das mal einen Monat oder ein Jahr vorher schon gemacht, wäre es noch rechtzeitig gewesen. Aber du hast dir ganz klar gesagt, ich war in meiner Komfortzone und die hat mich aufgehalten. Die hat mir einfach gesagt: Mach das einfach mal später oder gar nicht. So wie du deinen Mitarbeitern umgehst, wie du die Präsenz zeigst und letztendlich, dass du verantworten hast, was da bei dir gerade augenblicklich stattfindet und abläuft. Und du verschließt dich davor und sagst dir: Vielleicht finden sich da irgendwie ein Mittel oder ein Weg. Die Hersteller, die Lieferanten, die du augenblicklich hast, die sind so zu verstehen, die gucken sich das in einem gewissen Zeitraum an und setzen dir mehr oder weniger die Pistole auf der Brust und du wunderst dich dann, dass du dem Folge schenken musst. Wenn du das nicht machst, hast du keinen Händlervertrag mehr oder den Servicevertrag musst du abgeben oder musst investieren in deine Zukunft, weil die Auflagen so weit von denen vorgegeben werden und die musst du ausführen und ausüben und dahin bringen, damit es überhaupt noch gewährleistet ist. Wenn du das alles nicht möchtest, dann sagst du dir natürlich auch: Okay, ich kann zwar kein Geld mehr verdienen, aber ich bin auch selbstständig. Und dann kannst du nämlich darüber nachdenken, ist das jetzt die richtige Argumentation und die richtige Denkweise in dem Zusammenhang? Weil meistens bist du gar nicht mehr Herr der Dinge und fragst dich, wieso habe ich da nicht Einfluss drauf genommen? Weil diese ganzen Einflüsse und Antworten und Resultate, die du augenblicklich bekommst und erhältst, die sind darauf zurückzuführen, dass du gestern, letzte Woche oder letztes Jahr die falschen Schritte gegangen bist. Und wenn du Schreiben unbeantwortet lässt, Telefonate, E-Mails, dann darfst du dich überhaupt nicht mehr darüber wundern, dass etwas passiert, wo du dir vom Umfang her gar nicht bewusst warst. Weil meistens sind das Dinge, die haben ganz langen Rattenschwanz und die sind so zu verstehen, dass die dir irgendwann mal die Luft zum Atmen entziehen. Und du weißt letztendlich gar nicht mehr, wie komme ich da raus. Und Personen, die das alles schon gesehen haben, die die Antworten darauf wissen, die können dich dabei persönlich begleiten und unterstützen. Und wenn du das auch möchtest und du ganz klar sagst: Ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo das eigentlich zu spät ist, dann sollten wir direkt ins Gespräch kommen. Dann sollten wir gucken, was dafür Maßnahmen notwendig sind, um dem aus dem Weg zu gehen. Weil die Problematik ist ganz klar: Mitarbeiter bewerben sich nicht mehr bei dir. Beziehungsweise Personen, wo du Mitarbeiter für brauchst. Oder aber die Fahrzeuge, die fehlen dir, wo noch eine Rendite drin ist. Weil die Händlermargen verschwindend gering geworden sind. Oder du musst dir ganz klar vor Augen führen, wenn du das und das Modell noch abverkaufen möchtest, dann dauert es dir persönlich alles viel zu lang. Und dein Verkaufsberater, dein Verkaufsassistent, oder irgendwie jemand, der in einer höheren Position ist bei dir im Autohaus, der kriegt das nicht mehr gewuppt. Der hat da kein Verständnis mehr für. Und die Ergebnisse bleiben aus. Dann sollten wir jetzt hier Schlussstrich dem gegenüber ziehen und du solltest darauf vorbereitet sein, dass das früher oder später auf dich zukommt. Und damit du dessen bewusst und gelassen entgegentreten und entgegenwirken kannst, dann sollten wir da jetzt Maßnahmen ergreifen, die darauf ausgerichtet sind, um das bei dir möglichst gar nicht aufkommen zu lassen. Weil das Schöne ist, die nächsten Schritte, die hast du selbst in der Hand. Und du hast die Lösung und die Ergebnisse auch selbst zu verantworten. Und da wäre es ein kluger Rat von meiner Seite aus, dass du dich auf Personen konzentrierst, die dir da wirklich die Mittel und die Lösungsansätze vermitteln können, damit das dir nicht mehr morgen passieren muss. Damit du wirklich dessen gewachsen bist, um dir wirklich da in dem Zusammenhang sagen zu können, dass das etwas ist, was du viel früher hättest ergreifen müssen. Und Personen, die nicht mehr ans Telefon gehen, beziehungsweise nichts mehr irgendwie an Signalen ausstrahlen, aussenden, die sind so zu verstehen, die wollen es gar nicht besser und die haben es auch nicht mehr selbst in der Hand und sagen sich einfach: Okay, dann ist das eben so, dann stempel ich das so ab und vielleicht komme ich da ja irgendwie raus. Und meistens ist es so zu verstehen, du musst deinen Laden verkaufen für einen richtig kleinen Preis und zahlst letztendlich den Preis mit einem schlechten Ausdruck, mit einer schlechten Situation, mit dem Ganzen, was du verkörperst und die Abstriche hast du selbst zu verantworten. Und sag dir doch jetzt einfach mal, gib dir einen Ruck, dass das alles bei dir nicht mehr passiert. Geh auf meine Seite peterzander.de, da gucken wir wirklich, was dafür notwendig ist und wie du das alles in der Zukunft vermeiden kannst. Weil das Schöne ist tatsächlich, du kannst es möglich machen, aber Voraussetzung dafür ist, du möchtest es. Du hast es verstanden, bei dir ist es angekommen. Und nicht nur so, dass du dir sagst: Ja, mache ich morgen vielleicht oder nächste Woche. Nee, du machst das jetzt. Und erst dann, wenn das bei dir angekommen ist, wirst du es verstehen, diese Wichtigkeit, diese Priorität, die du dem gegenüber setzen musst. Und ich würde mich darüber freuen, wenn du das den Personen auch mit auf den Weg gibst, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur sehen, hören und verstehen, sondern im besten Fall direkt anwenden und umsetzen. Weil morgen kann es schon spät genug sein und das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja im besten Fall, dass das die nächsten Jahrzehnte für dich auch möglichst geradlinig, wenn nicht sogar bergauf geht. Und dass du diesen Stand halten kannst, der für andere nicht mehr so sein wird. In diesem Sinne, geh auf meine Seite peterzander.de, teile das mit Personen, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht so sehen, sondern direkt umsetzen. Wenn du Fragen dazu hast, geh in die Kommentarzeile, schreib mir eine Frage dazu auf, ich beantworte sie dir, gib dem Video einen Daumen nach oben und
Abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video und ich freue mich darauf, wenn du jetzt das Ganze verstanden hast, bei dir angekommen ist und du auf meine Seite gehst und wir darüber sprechen können, zusammen, gemeinsam. In diesem Sinne, mach das, teil das und wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, mach das Beste daraus. Bis zum nächsten Video.